So Leute, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich bin jetzt hier mal ein bisschen weiter weggegangen in Schatten. Und ja, heute fahre ich endlich mal mein erstes RCN-Rennen. Ich freue mich schon mega. Und sorry, ich muss es einfach mal kurz abnehmen. Ich freue mich schon mega auf mein erstes RCN-Rennen. Das Auto kommt jetzt gleich in die technische Abnahme. Ich habe hier schon die Teambekleidung an. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal ein bisschen, wie es abläuft, technische Abnahme und so weiter. Ja, wir sind jetzt im Vorstadtbereich, die technische Abnahme ist durch. Das Auto wird jetzt hier noch vorbereitet. Luft wird gemacht, Race Navigator eingestellt, jetzt müssen wir uns gleich umziehen. Ja, ich zeige euch jetzt einfach mal das Starterfeld, weil bei V4 sind wir, glaube ich, über 20 Autos. Also schon cool, dass in RCN so viele gleiche Autos rumfahren. Ja, also ich bin schon ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt, weil ich nicht weiß, ob das Auto hält. Letztes Mal hat das Auto nicht gehalten. Kann ich euch hier mal ein bisschen was einblenden. Ich habe jetzt dazu gar nicht groß was gesagt. So, dass die Antriebswelle rausgerutscht ist. Wir stehen jetzt hier im Metzgersfeld. Und ja, ich bin jetzt eine halbe Runde gefahren. Kann man nichts machen, ist jetzt leider so. Konnte aber niemand was dafür. War einfach unvorhersehbar. Get the speed untagged for free at freebeats.io. Ich habe doch im letzten Video schon gesagt, vom VLN-Training, ich stelle euch mal den Marvin vor, dem das Auto gehört. Hi, servus. Und zwar, er ist genauso weit wie ich. Er muss auch die Permit machen von der, also die Nordschleifen-Permit. Erkläre ich euch mal in einem anderen Video. Und heute ist eigentlich für beide die erste Chance. Du hast schon ein paar Chancen, aber. Ich habe schon ein paar Chancen vergeben, ja. Aber ja, probieren wir es nochmal, weil wir brauchen 3 Rennen, die werden wir auf jeden Fall auch zusammen fahren. Und ja, ich freue mich, dass wir gerade das zusammen fahren können. Also, das ist ganz meinerseits. Ja, echt geil. Gut, dann geht's bald los. So Leute, schaut mal her, hier hängen jetzt Zettel im Auto. 13 Runden sind es insgesamt. Hier ist der Fahrerwechsel nach der 6. Runde. Erst fährt der Marvin die erste Runde. Das steht hier Setzzeit. Die muss er zwischen 8 Minuten 30 und 14 Minuten machen. Sagen wir mal, der macht dann 9 Minuten, irgendwie sowas, 10 Minuten, was weiß ich. Das sehen wir dann. Und dann muss er so schnell fahren die nächsten Runden, wie es geht. Dann ist hier eine Auslaufrunde, da kann er rumpimmeln und sich entspannen. Dann steige ich hier ins Auto und fahre eine Einlaufrunde, um erstmal das Auto, um mich dran zu gewöhnen. Und hier, die rote, ist dann die Bestätigungsrunde. Da muss ich die Zeit, die er in der ersten Runde hat, bestätigen. Das heißt, wenn er 9 Minuten gefahren ist, muss ich auch 9 Minuten fahren. Egal, ob es regnet oder trocken ist oder Verkehr ist. Deswegen, die muss passen. Und dann muss ich 4-mal Vollgas fahren, so schnell wie es geht. Und dann Outlap wieder zurück in die Box. Genau. Hier oben haben wir jetzt auch meinen Race Navigator. Da läuft dann die Zeit. Habe ich jetzt eingestellt, dass wir die erste Zeit sehen. Da müssten wir dann eigentlich die Runde immer sehen, die bestätigt werden muss. Ansonsten hier
ganz analog einfach eine Stoppuhr. Ich habe meine Klamotten schon wieder an, hier, Rennanzug und so feuerfeste Unterwäsche und hatte so einen Shit, den man halt so braucht. Hier hinten werde ich dann die GoPro einschalten und hinter der GoPro seht ihr ein Handy. Mit dem Handy werden wir einen Livestream am Laufen haben. Da kann die Box und Kumpels dann uns live zuschauen im Auto. Das ist noch nicht ganz ausgereift, aber für so private Zwecke reicht. Vielleicht machen wir es irgendwann mal öffentlich. Also der Marvin sitzt jetzt im Auto. Die Boliden laufen schon. Und er fährt jetzt gleich hoch auf die Strecke. Hinter mir seht ihr die Strecke. Da ist er noch mal, wird er nochmal kurz gewartet, glaube ich. Und dann werden die losgeschickt. Und wir gehen jetzt halt mal in die Boxengasse. Und ja, sind in Verbindung mit ihm über Funk, hören uns an, was er zu sagen hat und warten darauf, dass ich fahren kann. Jetzt gehen wir hoch in die Boxengasse, weil hier unten jetzt, sag ich mal, auf dem Parkplatz bzw. Vorstadt gibt es jetzt ja eigentlich nichts mehr. Und ja, ich zeige euch das mal kurz. Hier war eben gerade der Vorstadt und die sind jetzt da oben auf der Strecke. Wir gehen jetzt da, wo der weiße Sprinter rauskommt, gehen wir jetzt links hoch zur Boxengasse. So, jetzt sind wir in der Boxengasse, die Kinder sitzen dabei. Die Autos stehen jetzt hier vorne, wartet mal. Da vorne stehen jetzt noch die Autos. Hier ist unser Zelt. Hier Regenreifen. Hier drüben fahren GT3 und GT4 unten. Boah, qualmt der, Alter. Die muss ich dann später bestätigen. Jetzt fährt er einfach so schnell wie es geht. Und dann kommt er rein. Okay, also letzte Runde ist er jetzt fertig gleich. Und jetzt muss ich gleich ins Auto. Jetzt kann ich leider nicht weiterfilmen. Die lauern in die Kamera. Und ja, dann kommen jetzt ein paar. So, ich sitze jetzt im Auto und werde jetzt mal ein bisschen hier die Highlights kommentieren. Als erstes fahren wir vor zur Tankstelle. Hier seht ihr schon in der Boxengasse sehr viel los. Dann springe ich jetzt direkt mal weiter. Ich komme jetzt gerade von meiner Bestätigungsrunde. Das ist jetzt meine erste schnelle Runde. Generell im Auto eine meiner ersten schnellen Runden. Und hier geht es jetzt links runter in Richtung Hatzenbach. Jetzt sehe ich schon im Rückspiegel, das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, ein sehr schnelles Auto, auch ein E90 V4. Und da überlege ich mir jetzt gerade, was soll ich machen? Soll ich ihn hinter mir lassen oder vorbeilassen? Nee, ich denke mir, komm, lass ihn vorbei, kannst du bestimmt noch was anschauen von ihm. So, zack, da ist er vorbei. Jetzt versuche ich natürlich dran zu bleiben.
um mir anzuschauen, wie er mit dem V4 Auto fährt, da ich ja noch selber noch nicht viel damit gefahren bin. Dachte mir, kann ich mir bestimmt gut anschauen, wo fährt er Vollgas oder wo muss man bremsen, wie auch immer. Hier Schwedenkreuz fährt er schon mal sehr, sehr zügig. Ich glaube 170, hier ist mir kurz weggekommen, weil wir keinen Abtrieb haben. Hier tiefe Reihenbremsen, hier bin ich jetzt einfach besser durchgefahren, würde ich mal behaupten. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, war es vielleicht doch die falsche Entscheidung, ihn vorbeizulassen? Irgendwie, weiß ich auch nicht, denke ich hier, dass ich ein bisschen schneller wäre. Aber ich denke, lass ihn einfach mal fahren, schaust du mal eine Runde von dem an. Hier merkt man jetzt schon ganz leicht, wie man im Windschatten einfach eine bessere Beschleunigung hat. Ich bin jetzt näher dran wie am Anfang der Geraden. Hier sehr schnelle Kurve, hier bremse ich tief rein. Es war vielleicht von der Linie her jetzt nicht optimal von mir. Hier ist er extrem schnell reingefahren. Seht ihr auch, hinten raus ist er fast auf die Wiese gekommen. Aber er hat schon ein paar Meter gut gemacht. Muss man ihm lassen. Hier Bergwerk bin ich jetzt extrem gut durchgefahren und rausgekommen. Ich weiß nicht, ob man es so genau erkennen kann im Video, aber ich habe ein bisschen mehr Schwung. Ich bin jetzt schon näher dran und ich höre jetzt schon auf. Dann komme ich jetzt in Windschatten. Hier bergauf. Ein bisschen hochsaugen, ransaugen. Jetzt bin ich schon fast ganz dran. Hier Mutkurve nur runterschalten. Da bin ich jetzt wirklich voll im Windschatten und bin noch ein bisschen schneller durchgefahren wie er. Jetzt bin ich wieder komplett hinten dran. Aber hier trotzdem ein bisschen Abstand halten, weil ich will halt dem auch nicht irgendwie reinfahren. Das ist meine erste schnelle Runde mit dem Auto. Hier hat er den Scheitelpunkt verpasst. Jetzt haben wir hier ein bisschen Verkehr. Aber wir kommen gerade noch vorbei. Das Karussell lasse ich auch wieder ein bisschen Abstand. Er ist auch schon gut schnell reingefahren. Sieht man hier, ist kurz mal ausgebrochen. Das ist an der Oberkante vom Karussell. Jetzt hohe 8. Hier muss man halt einfach sagen, ist eigentlich einer meiner Lieblingspassagen. Jedoch kenne ich das Auto einfach noch nicht so und konnte jetzt da erstmal nicht so dranbleiben, weil ich mich halt einfach noch nicht so getraut habe, wollte das Auto jetzt nicht direkt in der ersten Runde irgendwie wegschmeißen. Ab hier komme ich jetzt wieder ein bisschen dran, weil ich das hier alles voll fahre. Ich weiß nicht genau, ich glaube, das hat er jetzt nicht gemacht, weil ich eben am Ende vom Bell of S ein bisschen aufholen konnte, beziehungsweise den Abstand verringern konnte. Weil es eben jetzt hier alles voll ging. Wenn man jetzt mal schaut, jetzt bin ich auf jeden Fall wieder ein bisschen näher dran. Da habe ich mich verschalten, das war jetzt ziemlich doof. So, und jetzt muss ich schauen, dass ich noch vor der Kurve an dem Auto vorbeikommen muss. Hat leider nicht hingehauen, das hat jetzt hier extrem viel Zeit gekostet. Aber jetzt hier wieder alles voll und jetzt versuchen, im Windschatten irgendwie ranzukommen. Das ist mein erstes richtig geiles Windschatten-Battle hier bei dem zu überrundenen Auto erstmal Windschatten reinhängen. Jetzt fährt er rechts rüber, jetzt muss man natürlich auch da irgendwie rechts rüber und dem hinterher. Also dem sein Auto geht
natürlich auch extrem gut. Ist jetzt nicht so, also ich denke, das ist einfach nur der Windschatten, warum man da dann ab und zu ein bisschen rankommt. So wie jetzt zum Beispiel, jetzt wo es leicht bergauf geht. Hier die Links geht natürlich alles noch voll, ein bisschen Verkehr. Zettel abreißen, glaube ich, ist eh schon einer zu spät. Da sah ich irgendwie nicht so drauf. Hier sehr schnell, ein bisschen Verkehr. Und hier konnte ich mich jetzt gut ranbremsen. Da sieht man, der Abstand wieder verringert. Jetzt hatte ich ein bisschen Glück, dass er da Verkehr hatte. Und jetzt sind wir fast hintereinander über die Ziellinie. Das war jetzt mal die erste Runde. Hier war ein bisschen Benzin jetzt. Haben wir uns beide verbremst und wir sind beide geradeaus gefahren. Wir denken, dass der Benzin auf der Boxenausfahrt war. Und jetzt bin ich einfach schon ein bisschen fitter mit dem Auto. Jetzt kann ich ihm mehr Druck machen. Beziehungsweise dachte ich mir, gut, jetzt hast du es gesehen, jetzt kannst du ihn bestimmt dann irgendwo überholen und sogar schneller fahren. Hier fahre ich jetzt über den Curb, das sieht man, wenn ich jetzt hat einiges gebracht, bin jetzt voll nah dran. Jetzt wollte ich hier nicht ganz riskieren, den irgendwie zu überholen in einer schwierigen Situation. Ich wollte einfach das Auto nicht kaputt machen. Hier jetzt im Doppelpack durch Flugplatz, sorry. Jetzt auf Schwedenkreuz zu. Jetzt hier Vollgas hintereinander durch die Fuchsröhre. Das macht mega Spaß, eine meiner Lieblingspassagen. Die Streckenposten winken, weiße Flagge, das heißt langsames Fahrzeug unterwegs. Damit meinen sie natürlich dieses Auto hier rechts. Da kann man aber scheinbar voll vorbei. Ich bin einfach mal hinterher gefahren. Hier bin jetzt ich ein bisschen besser durch die Kurve gekommen. Ihr seht, mich hat es nicht so weit rausgedreht, aber nichts, sondern jetzt kann ich hier an ihm vorbeigehen. Ich denke, hat ihn jetzt auch nicht krass gestört, weil wer mag das schon, wenn einer die ganze Zeit so dicht hinterher fährt. Und hier ist jetzt noch ein bisschen dran geblieben, aber später dann hat er dann abreißen lassen. Jetzt habe ich hier auch schon gesehen, dass das hier alles voll geht. Bin halt voll drauf geblieben. Hier habe ich jetzt auch gesehen, dass das alles schneller geht, wie ich das letzte Mal durchgefahren bin. Deswegen habe ich einfach versucht, das sofort umzusetzen. Jetzt merke ich aber schon ganz leicht, dass mein Bremspedal weich wird, da das Auto keine Bremsenkühlung hat. Und sich auch oft die Belege freirütteln. Das heißt, durch die Bodenwellen wackeln die Belege und wackeln sich von der Scheibe weg. Jetzt muss ich hier schon mal vorher mit links ein bisschen antippen, die Bremse, und dann mit rechts normal bremsen, weil ich muss ja mit rechts bremsen wegen Zwischengas und so. Hier jetzt noch an dem Opel vorbei und da versuche ich jetzt eben auch nach der Lauda links hier quasi jetzt mit links schon mal ein bisschen zu bremsen und jetzt mit rechts ganz normal. Und so schnell wie möglich hier durch, eben eine ganz wichtige Stelle, man braucht viel Schwung für die lange Gerade hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen mit der kommentierten Runde. Wenn ihr das öfter hören wollt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ich werde das Ganze aber nochmal separat hochladen, ohne kommentieren. Dann könnt ihr euch das Ganze nochmal in Ruhe anschauen. Wir haben jetzt
Ja, also ich bin jetzt hier im Park Vermee. Ich bin jetzt bis jetzt gerade gefahren. War richtig, richtig geil. Hat so Spaß gemacht. Also hätte ich echt nicht gedacht, dass es mir so taugt. Weil ich hatte dann direkt einen anderen gleichen Auto. Den habe ich erstmal nicht vorbeigelassen. Da konnte ich ein bisschen hinterherfahren und schauen, wie man mit dem Auto fährt und so. Weil ich hatte ja gar keine Einschätzung, wo ich Vollgas fahren kann, wo nicht und so. Und dann habe ich mir das ein bisschen angeschaut, dann habe ich ihn überholt und bin einfach mal so gefahren, wie ich gemeint habe. Hat richtig Bock gemacht. Also bin komplett nass geschwitzt. Das sieht man nicht hier auf Heimweg, was ich wüsste. Schön. Ja, richtig eklig, aber ja, war cool. Das Auto steht da. Da sind jetzt die Scheiben offen und es fängt jetzt zum Regen an. Das weiß ich jetzt nicht ganz, wie das jetzt abläuft. Da darf ich safe nicht mehr hin. Hier werden jetzt erstmal die zwei Straßenautos abgeschleppt, weil es ist ja hier Park Fermé. Scheinbar, jetzt war zumindest gerade der Abschlepper da. Aber der kommt nicht durch. Wahrscheinlich kommt er jetzt gleich hier hinten raus. Hier, der neben mir, neben dem Auto, ist der mit der Startnummer 325. Dem bin ich eine Zeit lang hinterhergefahren, konnte mir ein paar Sachen abschauen. War eigentlich ganz cool. Also ich muss sagen, hat so, so viel Bock gemacht. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich hoffe, euch haben die Onboard-Aufnahmen gefallen. Jetzt denke ich, werde ich mich ausklinken. Es kommen trotzdem noch ein paar Aufnahmen vom Park. Beziehungsweise von jetzt, was noch jetzt passiert, Park Fermé und wie das alles läuft. Wir sind, soweit ich weiß, Platz 5 oder sowas geworden. Also, das weiß ich aber noch nicht ganz, weil hier ist noch keine Sau, wie ihr sehen könnt. Gut, meine Freundin hat mir jetzt erstmal ein Bier mitgebracht. Ja, hier hinten kommt jetzt der Abschlepper. Und schleppt die zwei PKWs hier ab. Da steht ein Panamera und ein M8 oder was es ist, so ein 8er. Ja, weil die sind natürlich nicht mitgefahren. Richtig lustig. Wo ich sagen muss, was können die dafür, wenn sie hier reingelotst wurden oder was weiß ich. Und sie stören ja eigentlich auch nicht, aber mei. Ich bin komplett durchgeschwitzt, habe jetzt Jacke an. Es fängt gleich zum Regnen an. Und warte jetzt mal aufs Team. Dann, die bauen nämlich gerade noch in der Boxengasse ab. Und dann gehen wir essen. Also, haut rein. Ciao. Get the speed. Untagged for free at freespeed.io.